Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Undertale. Im letzten Part hatten wir unser Date mit Papyrus, das sehr seltsam lief. Naja, gehen wir mal weiter. Ah, hier haben wir wieder eine Kiste. Geht zu verwenden? Ja. Okay. Ich glaube, die Kisten sind alle so gemacht, dass man alles so gemacht, dass man, wenn man in eine Kiste Gegenstände reinpackt, die in der nächsten Kiste dann auch wieder benutzen könnte oder halt rausholen. Okay, und das hier wirkt auch ziemlich mysteriös. Hi, Undyne. Hier kommt mein Tagesbericht. Wegen dem Menschen, über den ich vorher sprach. Wie, ob ich ihn bekämpft habe? Ja, natürlich tat ich das. Ich habe ihn tapfer bekämpft. Ob ich ihn gefangen habe? Naja. Nein. Ich habe es wirklich versucht, nein, aber schlussendlich habe ich versagt. Was? Du wirst dem Menschen eigenhändig die Seele entreißen? Aber Undyne, du musst ihn nicht töten, verstehst du? Das ist nämlich so. Ich verstehe. Ich helfe dir so gut ich kann. Okay. Ich glaube, wir sollten rennen. Ich glaube, mit dieser Person anderen ist nicht zu spaßen. Okay, sie kommen nicht nochmal. Yo, hast du gesehen, wie sie dich angestarrt hat? Das war so großartig. Ich bin so eifersüchtig. Was hast du getan, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen? Haha. Komm mit, schauen wir, wie sie ein paar fiese Typen erledigt. Okay. Das Gefühl von Furcht überkommt dich, doch du bleibst entschlossen. Das Kind ist uns scheinbar gefolgt. So, und hier müssen wir eine Brücke bauen. Und natürlich gibt es hier auch wieder Gegner. Na, nicht bekämpfen, erstmal reden. Anbeugen, vertreiben, anbeugen. Oder lässt die Muskeln spielen. Aaron strengt sich doppelt an. Angriff erhöht sich für beide Muskeln. Wetze beugt sich weiter. Okay. Ist bereit für deine nächste Armbeuge. Du spannst die Muskeln an. Aaron verdreifacht seine Kraft. Angriff erhöht sich für beide. Nett, ich werde nicht verlieren. Ist bereit für die nächste. Ja. Schloss wieder die Muskeln und lässt seine Muskeln heftig spielen. Er beugt sich aus dem Raum heraus. Okay, so kann man es auch machen. Tja, unten. Na, verdammt.
verdammt. Okay, das war falsch. Und so können wir die Sachen zurücksetzen. Genau, das Schild brauchen wir eigentlich nicht. Wir müssen die Sachen nur hier unten hin machen. Genau. Dann sollten wir hier auch weiterkommen. Dadurch den Wasserfall kommen wir nicht. Hallo, hier ist Papyrus. Wie ich an diese Nummer kam, das war ganz einfach. Ich habe jede Nummer angerufen, bis ich sie hatte. Nehehe, also, was hast du gerade an? Ich frage nur für eine Freundin. Sie meinte, du trägst ein Bandana. Stimmt das? Trägst du ein Bandana? Was wirst du antworten? Ja? Du trägst ein Bandana? Alles klar. Zwinker, zwinker. Einen schönen Tag noch. Okay. Ich bin nicht ganz überzeugt. Was Karina gefragt hat. Okay. Säubern, scherzen, berühren, säubern. Du fragst Wushua, ob es dich wäscht. Er springt aufgeregt umher. Switche grün fürs Spiel. Ah, verdammt. Fragt sich, ob Tränen hygienisch sind. Okay. Das ist auch sehr seltsam, das Monster. Ist das Teleskop schon? Ja. Wand prüfen. Okay. Sollen schon mal die Wand prüfen. Und tatsächlich, hier war ein Durchgang. So. Okay, wo kommen wir jetzt hin? Und wie sieht die Musik schon wieder aus? Und wieso habe ich ein ungutes Gefühl, wenn ich so einen Schatten sehe? Okay. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe es wirklich nicht so gemeint. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ist das nicht Undyne? Okay, im hohen Gras findest du uns vielleicht nicht. Oder? Eindeutig nicht. Okay. Jo, hast du das gesehen? Anja hat mich gerade berührt. Ich werde nie wieder mein Gesicht waschen. Mann, du hast echt Pech. Wenn du nur ein bisschen weiter links gestanden hättest. Jo, mach dir keine Sorgen. Wir werden sie bestimmt noch einmal sehen. Okay, das ist schon mal nicht so toll, wenn wir die noch einmal sehen. Ja, speichern wir hier mal. Der Gedanke, dass die Maus eines Tages den Käse aus dem Kristall extrahiert, erfüllt dich mit Entschlossenheit.
Tja, immer wieder die Maus. Okay, Sans ist hier. Und natürlich die Kiste, die wir verwenden können. Nee, lass ich mal. Ich mir Sans mal an. Ich habe überlegt, in diesen das Teleskopgeschäft einzusteigen. Normalerweise kostet das 50.000 G, das Premium-Teleskop zu verwenden. Aber da ich dich kenne, kostet es dich nichts. Wie hört sich das an? Teleskop verwenden? Okay. Das ist angemalt. Okay. Und dann haben wir unseren Eisverkäufer. Ich habe meinen Laden verlegt, aber es gibt noch immer keinen Kunden. Glücklicherweise habe ich schon eine Lösung parat. Keep-Karten. Jedes Mal, wenn du Nice Cream kaufst, bekommst du eine Heap-Karte. Wenn du 3 Karten hast, kannst du sie gegen gratis Nice Cream tauschen. Ich bin mir sicher, dass das für mehr Kunden sorgen wird. Nice Cream, das kalte Vergnügen, das dein Herz erfreut. Jetzt nur 25 G. Nein. Na gut, erzähl deinen Freunden von mir. Hier liegt Eiscreme in dem Tiefen einer feuchten Höhle. Was in der Kiste vielleicht noch nicht? Es ist eine Kiste für Heap-Karten. Momentan ist sie leer. Alles klar. müssen wir nach unten oder nach rechts? Schauen wir nach unten. So. Mal schauen, wie viele Gegner uns hier jetzt wieder warten. Gehen wir mal weiter nach unten. Hallo, hier ist Papyrus. Erinnerst du dich, als ich dich wegen der Kleidung anrief? Naja, die Freundin, die das wissen wollte, ihre Meinung über dich ist ziemlich wortlustig. Aber ich wette, das wusstest du bereits. Und weil du das wusstest, habe ich ihr gesagt, was du mir erzählt hast. Ein Mandela. Weil ich natürlich wusste, nach so einer verdächtigen Frage würdest du natürlich deine Kleidung wechseln. Du bist so ein schlauer Fuchs. So bist du sicher und ich musste nicht lügen. Betrug von keiner Seite. Mit jedem befreundet zu sein, ist so leicht. Tja, wir haben unsere Kleidung eindeutig nicht gewechselt. Ah. Okay, die haben wir auch schon lange nicht mehr getroffen. Geben uns leider auch kein Geld mehr. Also mal schauen, kommen wir hier weiter? Okay. Okay. Freund, Feind, ihr Freund. Oh. Hey, du da. Ich sehe, dass du hier bist. Ich bin Uninsan. Uninsan, hörst du? Okay. Du besuchst was? Waterfall. Was? Es ist toll hier, was? Du liebst das hier, oder? Ja, ich auch. Ich mag es am liebsten. Okay, bitte lass uns einfach nur gehen. Ach, wenn das Wasser hier seichter wird. Ich muss mich immer hinsetzen, aber... Hey,
das ist in Ordnung. Besser als in die Stadt zu ziehen und in einem überfüllten Aquarium zu leben. Wie alle meine Freunde. Okay. Außerdem ist das Aquarium sowieso voll. Also selbst wenn ich wollte. Aber das ist in Ordnung. Hörst du? Dann wird alles berichten. Hörst du? Ich werde herauskommen und im Meer leben. Hörst du? Ja, bitte lass uns einfach in Ruhe. Hey, du da. Das ist das Ende dieses Raums. Man sieht sich. Einen schönen Aufenthalt. In Waterfall. Okay. Shuren versteckt sich in der Ecke. Begegnet sie jedoch dennoch. Hä? Okay. Dirigieren, summen. Du summst ein Chess-Ballade. Shuren begleitet deine Melodie. Siren, Siren, Simi, Simi. Ja, okay, okay, okay. Das ist tödlich. So. Gehen wir mal nach oben. Hier steht ein Piano spielen. Ja. Okay. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Naja. Gehen wir mal weiter. Es ist eine Statue. Das Gestein zu ihren Füßen scheint trocken zu sein. Regenschirm. Regenschirm mitnehmen. Mitnehmen. Du hast einen Regenschirm. Kann ich den Regenschirm der Statue hier geben? Den Regenschirm auf die Statue platzieren, ja. Du platzierst den Schirm über der Statue. Im Inneren der Statue fängt eine Spieluhr an zu spielen. Auch interessant. Ah, okay, Moment. Wir müssen Kreis oben links, Kreis unten rechts, rechts, nicht links. Kreis oben rechts, Kreis unten rechts. So, nochmal. Kreis oben rechts, Kreis oben links. Was falsch? Moment. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ja, ich glaube, dass das Lied ist, das hier spielt. Und nochmal kurz warten, bis da die Notiz kommt. Ja, komm nochmal. Ah, jetzt. Ja, unten. So rum. Nicht oben, sondern unten. So. Nochmal, ja. Aha. Und, was haben wir hier? Es ist ein legendäres Artefakt. Mitnehmen. Ja. Du trägst zu viele Hunde? Moment, was? Drei zu viele Hunde? Wieso trage ich auf einmal einen Hund mit uns? Moment, was? Du platzierst den Hund. Der Hund absorbiert das Artefakt.
Artefakt ist verschwunden. Hundereste. Okay. Was auch immer da gerade passiert ist. Wie sehen wir eigentlich gerade von uns? Okay, wir haben noch genügend Energie. Nehmen wir trotzdem nochmal einen Regenschirm. Regenschirm mitnehmen. Mitnehmen. Du nimmst deinen Regenschirm mit. Ah, ich dachte mir schon, dass es hier anfängt zu regnen. Oh, du hast einen Regenschirm. Wunderbar. Lass uns weitergehen. Na gut, dann gehen wir halt gemeinsam weiter. Mann, Andine ist so cool. Sie kämpft gegen böse Typen und verliert einfach nie. Wenn ich ein Mensch wäre, würde ich jeden Tag ins Bett machen. Wenn ich wüsste, dass sie mich bekämpft. Haha. zum Glück bist du ja nur ein Typenmonster und kein Mensch. Also, vor einiger Zeit hatten wir ein Schulprojekt, bei dem wir auf Blumen aufpassen sollten. Der König, Herr Dremur, hat die Blumen selbst gespendet. Er kam zur Schule und hat uns etwas über Verantwortung und so beigebracht. Ich habe nachgedacht. Jo, wie cool wäre es, wenn Andine zur Schule kommen würde. Sie könnte alle Lehrer fertig machen. Ganz tolle Idee. naja, wahrscheinlich würde sie nicht die Lehrer fertig machen. Sie ist einfach zu cool, um unschuldige Leute zu verletzen. Höchstwahrscheinlich. Okay, und wir sehen hier scheinbar im Hintergrund das Schloss. Gehen wir einfach mal weiter. Und hier haben wir Regenschirme zurücklegen. Zurück. Nächsten Regenschirm zurück. Jo, dieser Vorsprung ist viel zu steil. Jo, du willst doch an deinen Sehen, richtig? Kletter auf meine Schulter. Na, okay. Jo, geh einfach weiter. Kümmere dich nicht um mich. Ich finde immer einen Weg. Tja, ihr immer einen Weg, um auf die Schnauze zu fallen. So, sprechen wir erstmal wieder. Ein ruhiger Klang einer Spieluhr in der Ferne erfüllt dich mit Entschlossenheit. Und ich glaube, dann werde ich den Part an dieser Stelle auch schon wieder beenden. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Lasst eine Wertung da, was euch gefallen hat. Wenn ihr es verpasst habt, könnt ihr euch gerne noch ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Undertale wieder. Ciao.